Selbst der leistungsstärkste Computer bereitet vor einem mäßigen Monitor nur wenig Freude. Wer beim Bildschirm spart, knausert an der falschen Stelle. Das gilt nicht nur für Gamer, sondern auch für den Büroalltag. Die Qualität des Monitors entscheidet darüber, wie müde die Augen nach einem Arbeitstag sind, wie lesbar die Texte, wie knackig die Farben und wie flüssig die Grafik des Computerspiels wirken. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Samsung U28E590D Monitor. Der Monitor Samsung U28E590D ist ein Modell aus der oberen Preisklasse und richtet sich an Nutzer mit gehobenen Ansprüchen. Der 28-Zoll-Monitor hat eine Ultra-HD-Auflösung von 3840x2160 Pixeln, die maximale Bildqualität bei Spielen und beim Anschauen von Videos oder Bildern verspricht. Das Gerät bietet mit insgesamt 1 Milliarde Farben bis zu 64-mal mehr Farbvielfalt als ein herkömmlicher PC-Bildschirm. Was ist bei einem Gaming-Monitor wichtig? Bei einem Gaming-PC sollte ein Bildschirm mit hoher Bildrate und möglichst geringen Reaktionszeiten eingesetzt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in unserem Ratgeber weiter unten. Das Helligkeitsniveau von 370 Candela pro Quadratmeter deutet auf eine lebendige und farbechte Darstellung hin und lässt darauf schließen, dass selbst kleine Details einwandfrei erkennbar sein sollten. Durch die schnelle Schaltzeit von einer Millisekunde ist der Samsung-Monitor für Computerspiele geeignet. Ein besonderes Highlight des Samsung-Monitors ist der sogenannte Picture-by-Picture-Modus. Dieser ermöglicht es dem Nutzer, zwei unterschiedliche Eingangsquellen auf dem Monitor anzeigen zu lassen, wobei die Bildqualität der ursprünglichen Quelle beibehalten wird. In Sachen Konnektivität bietet der Monitor verschiedene Alternativen. Über den DisplayPort lässt sich der Computer genauso mit dem Bildschirm verbinden wie mit den zwei HDMI-Anschlüssen. Der Samsung U28E590D Monitor hat ein mattschwarzes Farbdesign, das durch eine schmale Blende mit Metallrand eingefasst wird. Der in passender Metalloptik gehaltene, T-förmige Standfuß lässt sich bei Bedarf abnehmen. Es ist möglich, den Monitor per Wandhalterung an der Wand anzubringen. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Asus VA27e Monitor. Der Asus VA27e ist ein preisgünstiger Allround-Monitor. Er verfügt über eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln, die auf dem 27 Zoll großen Bildschirm entsprechend zur Geltung kommt. Die Reaktionszeit von 5 Millisekunden macht den Asus-Monitor zwar nicht sonderlich interessant für Hardcore-Gamer, allerdings verhindert die adaptive Sync-Technik Nachzieheffekte und sorgt für scharfe und kristallklare Videowiedergabe. Mithilfe verschiedener Bildschirmvoreinstellungen kann der Nutzer Farbe, Kontrast und Helligkeit des Bildschirms an die verwendeten Anwendungen anpassen. Über das OSD-Menü des Monitors können diverse Einstellungen vorgenommen und verschiedene Bildmodi ausgewählt werden. Für die Bildbearbeitung kann beispielsweise der Landschaftsmodus und für Computerspiele der Gaming-Modus eingestellt werden. Der Asus Bluelight-Filter soll den Nutzer vor gesundheitsschädlichem, blauem Licht schützen und verfügt über 4 verschiedene Filtereinstellungen, auf die der Nutzer per Hotkey zugreifen kann. Der VA27e wurde laut Hersteller besonders strengen Performance-Tests unterzogen und verfügt über Technologien zur Vermeidung von Bildflimmern und zur Reduzierung von blauem Lichtanteil. Der Monitor besitzt HDMI und VGA-Anschlüsse. Die Vorderseite des Gerätes fällt durch die schwarze, glänzende Oberfläche auf. Am unteren Bildschirmrand mittig wurde das markante Asus-Logo platziert. Durch den eckigen, flachen Standfuß wird das schlichte Design abgerundet. Soll der Monitor an der Wand befestigt werden, lässt sich der Standfuß einfach entfernen. Welche Anschlüsse sollte ein guter Monitor haben? Wichtig sind vor allem HDMI-Anschlüsse, da sich die meisten Geräte auf diesem Wege miteinander verbinden lassen. Viele neuere PCs und Notebooks setzen zudem auch auf den DisplayPort-Anschluss. VGA spielt heute keine Rolle mehr. Der nächste Produkt ist Acer Nitro VG 270 BMIIX Monitor Asus VA27e Monitor.
Für seine Größe vergleichsweise günstig zu haben ist der Acer Nitro VG270 Monitor. Der Computerbildschirm eignet sich für jeden, der gerne auf einem großen Screen zocken möchte, aber über kein großes Budget verfügt. Das Gerät bringt die meisten Basics mit, die in dieser Preisklasse erwartet werden können. Einige der wichtigsten Merkmale in der Übersicht: Displaygröße 27 Zoll. Auflösung Full HD. Anschlüsse HDMI, VGA. Anzeigetechnik LED. Seitenverhältnis 16:9. Reaktionszeit 1 Millisekunde. Bildwiederholfrequenz 75 Hertz. Als größter Pluspunkt dieses Modells aus unserem Vergleich gelten die sehr niedrigen Reaktionszeiten, sodass Spiele und Grafikanwendungen flüssig und ruckelfrei laufen sollten. Mit seinem dünnen Rahmen ist es einer jener Monitore, die eine schlanke Erscheinung und platzsparend sind. Vielfältige Anschlüsse von HDMI und VGA geben dem Nutzer einen großen Handlungsspielraum. Ein DisplayPort ist nicht vorhanden. Der 27-Zoll-Monitor lässt sich dank seines Zero-Frame-Designs zum Beispiel bei Gaming-Sessions mit mehreren Bildschirmen zusammenschließen, ohne dass störende Rahmen für Ablenkung sorgen. Ein X-förmiger Standfuß sorgt für den sicheren Halt des Gerätes auf dem Schreibtisch. Er erlaubt eine leichte Neigung, die nach den Bedürfnissen des Nutzers eingestellt werden kann. AMD FreeSync sorgt laut Herstellangaben dafür, dass die Bildwiederholfrequenz des Monitors an die des ausgebenden Gerätes angepasst wird und somit ruckelfreie, flüssige Spiele-Sessions ermöglicht werden. Wie wichtig ist die Reaktionszeit bei einem Monitor? Die Reaktionszeit gehört zu den wichtigsten Vergleichskriterien, vor allem wenn das Gerät für schnelle Spiele oder grafisch aufwendige Anwendungen genutzt werden soll. Je geringer sie ist, desto besser. Der nächste Produkt in unserer Liste ist BenQ GW2480 Monitor Acer Nitro VG270 BMIIX Monitor. Der BenQ GW2480 Monitor bietet zu einem bezahlbaren Preis ein stimmiges Gesamtpaket im Bereich der Home- und Office-Monitore. Für schnelles Gaming ist dieses Gerät weniger geeignet, für die typischen Office-Anwendungen und das normale Surfen im Internet jedoch vollkommen ausreichend. Was ist ein IPS-Panel? Die IPS-Technik bietet eine hohe Farbtiefe und Kontrasttreue aus nahezu jedem Betrachtungswinkel. Die weit verbreiteten TN-Monitore, Twisted Pneumatic, hingegen stellen das Bild nur im optimalen Blickwinkel farbtreu dar. Sobald der User von der Seite auf einen TN-Monitor schaut, verblassen die Farben und aus Schwarz wird Grau. Lange Zeit galten IPS-Panel aufgrund ihrer im Vergleich zu anderen Displays langsamen Reaktionszeit als wenig geeignet für die Darstellung von Action-Games. Mittlerweile hat die IPS-Technik hier jedoch deutlich aufgeholt. Highlight des Bildschirms ist sein IPS-Panel. Mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad eignet es sich gut für das gemeinsame Betrachten von Inhalten auf dem Monitor. Das Gerät verfügt über ein Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln und ein schlankes Edge-to-Edge-Design. Effizientes Arbeiten soll durch die Eye-Care-Funktion für einen möglichst augenschonenden Bildschirm unterstützt werden. Der BenQ-Monitor wurde zudem mit der sogenannten Brightness Intelligence-Technik ausgestattet, die die Helligkeit des Displays regelt. Dadurch sollen Überzeichnungen in hellen Bildbereichen vermieden werden. Details in dunkleren Bildbereichen sollen besser zur Geltung kommen. Diese Funktion erkennt das Umgebungslicht und stellt die Bildschirmhelligkeit automatisch darauf ein. Einer Ermüdung und Irritation der Augen vorbeugen soll die Low-Blue-Light-Funktion, die schädliches blaues Licht filtert. Die Flicker-Free-Technik von BenQ wurde gegen das Flimmern entwickelt. Der GW2480 beugt mit seinem unsichtbaren Kabelmanagementsystem lästigem Kabelsalat vor. Alle Kabel werden im Fuß des Monitors verborgen. Laut Angaben des Herstellers soll die Oberflächenstruktur des Monitors besonders robust sein und Kratzern widerstehen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung C24F396 FHU Monitor BenQ GW2480 Monitor. Der preisgünstige Samsung C24F396 FHU Monitor hat eine Diagonale von 24 Zoll,
also von 60,9 cm, der Curved Monitor mit dem gekrümmten Display löst mit 1920x1080 Pixeln in Full HD auf. Die moderne VA-Paneltechnik ermöglicht ein sehr hohes Kontrastverhältnis von 3000:1 und sorgt laut Angaben des Herstellers für einen satten und leuchtenden Farbraum. Die Reaktionsgeschwindigkeit von 4 Millisekunden ist zwar kein Spitzenwert, aber für die meisten Anwendungen ausreichend. Für einen kleinen Aufpreis ist der Samsung C24F396FHU als PC-Monitor mit 27 Zoll erhältlich. Der integrierte Eyesaver-Modus reduziert blaue Lichtemissionen, was den Nutzer an langen Abenden vor dem gewölbten Monitor vor müden Augen schützen und einen besseren Nachtschlaf gewährleisten soll. Weiteres Merkmal dieses Curved-Monitors von Samsung ist die sogenannte Flicker-Free-Technik zur Verhinderung des Bildschirmflimmerns. Dadurch soll eine längere Nutzung des Monitors möglich sein. Für Gamer interessant, der Spielmodus verbessert die dunklen Bildbereiche, damit der Zocker seine Gegner besser erkennen kann. Durch umweltfreundliche Technik wird die Displayhelligkeit des Monitors automatisch anhand der Beleuchtung des schwarzen Bildschirmbereichs angepasst. So lässt sich der Energieverbrauch um bis zu 10% reduzieren, wie Tests des Herstellers ergeben haben sollen. Was ist eine FreeSync-Funktion? Der Curved Monitor von Samsung verfügt über die sogenannte AMD FreeSync-Funktion. Diese sorgt für eine möglichst flüssige Wiedergabe von Spielen, indem das Bildsignal der Grafikkarte mit der Bildwiederholungsrate des Bildschirms synchronisiert wird. FreeSync arbeitet jedoch nur mit den Grafikkarten von AMD zusammen. Besitzer von Nvidia-Grafikkarten müssen zu Monitoren mit G-Sync-Technik greifen. Die Kombination aus extrem schmalen Bildschirmrändern und dem Curve-Design lässt den Monitor zu einer optisch ansprechenden Erscheinung werden. Durch den breiten, mondförmigen Standfuß wird das Design des insgesamt in Schwarz gehaltenen Gerätes stimmig abgerundet. Wer möchte, kann den Standfuß abnehmen, um den Monitor per Weserwandhalterung an die Wand zu montieren. Zum Lieferumfang zählen der Samsung C24F396FHU Curved Monitor mit 24 Zoll in der Farbe Schwarz, das dazugehörige Netzteil, ein Netzkabel, ein HDMI-Kabel sowie die Installations-CD für eine einfache Inbetriebnahme. Der nächste Produkt ist Samsung LC27F396FHU Zen Monitor. Der Samsung LC27F396FHU Zen Curved Monitor bewegt sich im preislichen Mittelfeld, durch seinen 1.800mm Bogenradius umspannt der Monitor aus unserem Vergleich das Blickfeld des Nutzers ähnlich wie eine IMAX-Filmleinwand und bringt das typische Kinoerlebnis nach Hause. Die Full-HD-Auflösung, 1920x1080 Pixel, trägt dazu bei, dass Filme auf dem 27 Zoll großen Monitor im 16:9 Format gut zur Geltung kommen. Die VA-Paneltechnik bietet ein Kontrastverhältnis von 3000:1 und verspricht durch Helligkeitswerte von 250 Candela pro Quadratmeter satte und leuchtende Farben. Durch die Reaktionsgeschwindigkeit von 4 Millisekunden eignet sich der Monitor nicht nur für das Anschauen von Filmen und Videos, sondern auch für viele Videospiele. Für ein verbessertes Spielerlebnis verfügt der Monitor über einen speziellen Game-Modus. Das Gerät ist mit der AMD FreeSync-Technik ausgestattet, die das Bildsignal der Grafikkarte mit der Bildwiederholungsrate des Bildschirms synchronisiert und so für einen flüssigen Bildaufbau sorgt. FreeSync arbeitet jedoch nur mit den Grafikkarten von AMD zusammen. Die von Samsung integrierte automatische Helligkeitseinstellung passt sich der Beleuchtung des Monitors automatisch an, was ihn umweltfreundlicher machen und den Stromverbrauch laut Angaben des Herstellers um bis zu 10% reduzieren soll. Was ist ein Curved Monitor? Curved Monitore haben ein gebogenes Display. Die Wölbung ist an die des menschlichen Auges angepasst und soll sich positiv auf die Wahrnehmung auswirken. Ziel ist ein natürlicheres Seherlebnis, das die Augen entlasten soll. Auffällig sind bei dem komplett in Schwarz gehaltenen Gerät die sehr schmalen Bildschirmränder. Der mondförmige Standfuß rundet das Design ab. Der LED-Monitor von Samsung verfügt über einen HDMI-Anschluss und eine Kopfhörerbuchse. Eine Wandmontage ist möglich. Zum Lieferumfang gehören neben dem Monitor selbst ein Netzteil, ein Netzkabel, ein HDMI-Kabel und die Installations-CD.
Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung C27F398F Curved Monitor. Der Samsung C27F398F Curved Monitor rangiert preistechnisch im mittleren Bereich. Er zeichnet sich durch einen Bogenradius von 1800 aus, der die Tiefenwahrnehmung verbessern, periphere Ablenkung minimieren und ein kinoähnliches Erlebnis bescheren soll. Weiteres hervorsteche Andys Merkmal des 27-Zoll-Bildschirms ist die Full-HD-Auflösung mit 1920x1080 Pixeln. Helligkeitswerte von 250 Candela pro Quadratmeter sollen satte Farben auf dem Bildschirm darstellen. Mit einer Reaktionszeit von 4 Millisekunden eignet sich der Curved Monitor von Samsung für vielfältige Anwendungen von der Nutzung von Office-Software bis hin zu diversen Spielen. In Sachen Konnektivität bietet der Samsung C27F398F vielfältige Möglichkeiten. So lässt sich der Rechner über HDMI oder DisplayPort mit dem Monitor verbinden. Die AMD FreeSync-Technik steht für eine flüssige Bildwiedergabe bei Spielen und Videos. Die automatische Helligkeitsanpassung von Samsung ist dazu da, um den Monitor umweltfreundlicher zu machen. Laut Tests des Herstellers lässt sich der Stromverbrauch dadurch um bis zu 10% reduzieren. Käufer wird ein 24 Monate Vorortservice geboten. Wie funktioniert der DisplayPort? Ein DisplayPort ist eine Schnittstelle zur Übertragung von Audio- und Videosignalen zwischen Monitor und Rechner. Seine Besonderheit liegt darin, dass Inhalte in einer Auflösung von bis zu 5120x2880 Pixel dargestellt werden können, was etwa 5K entspricht. Bei einer Übertragung via DVI ist maximal 2K möglich. In puncto Optik ist das Curve-Design hervorsteche Andys Merkmal des Samsung C27F398F Monitors. Zudem fallen der schmale Rahmen sowie der sternförmige Standfuß auf. Ein Audioausgang ist vorhanden. Der nächste Produkt ist Samsung LC34H890WGU Zen Monitor. Das Modell LC34H890WGU Zen von Samsung ist ein Curved Monitor im Breitbildformat mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und einem großen 34 Zoll VA-Panel. Er bietet eine Ultra-WHQD-Auflösung von 3440x1440 Pixeln, eine Bildwiederholungsfrequenz von 100 Hz und ein Kontrastverhältnis von 3000 zu 1. Die Helligkeitswerte des Samsung-Monitors liegen bei 300 Candela pro Quadratmeter. Seine Reaktionsgeschwindigkeit von 4 Millisekunden ist für schnelle Computerspiele nicht optimal. Mit AMD FreeSync. Die AMD FreeSync-Technik verbessert die Bildqualität, indem sie unterschiedliche Bildraten von Grafikkarte und Bildschirm aneinander anpasst. Das verhindert das Tearing, also das Auseinanderreißen der Bilder. Der TÜV und GS-zertifizierte Samsung LC34H890WGU Zen hat einen USB-Typ-C-Anschluss, drei USB 3.0-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss, einen DisplayPort-Anschluss und einen Kopfhöreranschluss. Er ist höhenverstellbar und lässt sich um 5 Grad nach vorne sowie um 24 Grad nach hinten neigen. Das ermöglicht eine gute Anpassung an die Sitzposition. Weitere nützliche Funktionen des Samsung-Monitors sind: Eye Saver Mode – filtert Blaulichtemissionen. Flicker-Free-Funktion – reduziert das Bildschirmflimmern. Picture-by-Picture-Funktion – teilt den Bildschirm in zwei Bereiche auf, um Inhalte von unterschiedlichen Bildquellen gleichzeitig anzuzeigen. Unterstützt 100x100mm VESA-Wandhalterungen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Asus VS247HR Monitor. Der preisgünstige Asus VS247HR Monitor stellt das Bild auf einer Displaygröße von 23,6 Zoll, 59,9 cm, in Full HD dar. Die Reaktionszeit des Geräts beträgt 2 Millisekunden. Die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz, HZ. Wie groß sollte ein Computerbildschirm sein? Welches die ideale Größe des Monitors ist, hängt vor allem vom beabsichtigten Verwendungszweck ab. Für einfaches Surfen im Internet oder leichte Bürotätigkeiten genügt häufig ein kleinerer Bildschirm. Wer auf dem Monitor aufwendige Spiele zocken oder Filme schauen möchte,
fährt mit mehr Zoll besser. Smart Contrast Ratio Kontrastverhältnis. Mit VGA, DVI und HDMI-Anschlüssen bietet der Monitor alle gängigen Möglichkeiten zur Verbindung mit einem Computer. Ein VGA-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Der ASUS VS247HR Monitor bietet einen Neigungswinkel von 25 Grad. Dadurch kann der Nutzer den Bildschirm um bis zu 5 Grad nach vorne und bis zu 20 Grad nach hinten neigen für ein Plus in puncto Nutzungskomfort. Optisch fällt der schwarze ASUS-Monitor durch sein schlankes Profil und seinen ergonomischen Standfuß auf. Bei Bedarf ist dieser abnehmbar, um den Monitor an die Wand zu montieren. Der nächste Produkt ist Dell S2721QS Monitor ASUS VS247HR Monitor. Der S2721QS von Dell ist ein IPS-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll, er löst in 4K-Qualität mit 3840x2160 Pixeln auf und erreicht eine Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1300:1 und die Helligkeitswerte belaufen sich auf 350 Candela pro Quadratmeter. Mit einer Reaktionsgeschwindigkeit von 4 Millisekunden ist der Dell-Monitor nur bedingt für Computerspiele geeignet. Augenschonend, der TÜV-zertifizierte Monitor von Dell hat laut Hersteller ein flimmerfreies Display. In Kombination mit der Comfort View-Funktion, die Blaulichtemissionen herausfiltert, ist der Monitor augenschonend und reduziert das Risiko für schwere Augen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Als Anschlussmöglichkeiten hat der Dell S2721QS zwei HDMI-Anschlüsse, einen DisplayPort-Anschluss und einen AUX-Anschluss. Für eine gute Anpassbarkeit an die Sitzposition ist der Monitor höhenverstellbar und lässt sich um 5 Grad nach vorne und um 21 Grad nach hinten neigen. Für die Musikwiedergabe ohne störende Kopfhörer oder externe Lautsprecher ist der Monitor mit zwei 3-Watt-Lautsprechern ausgestattet. Zu den nützlichen Funktionen des Dell S2721QS zählen: Anti-Glare 3H Hardness, Bildschirmbeschichtung gegen Spiegelungen, HDR-Unterstützung für intensive Farben und starke Kontraste, Picture-by-Picture-Funktion, teilt den Bildschirm in zwei Bereiche auf, um Inhalte von unterschiedlichen Bildquellen gleichzeitig anzuzeigen. Der Monitor von Dell ist in Schwarz oder Silber erhältlich. Mit Hilfe einer VESA-Wandhalterung mit Lochabständen von 100x100 mm lässt er sich platzsparend an einer Wand anbringen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist OOC Gaming Q27G2U Monitor Dell S2721QS Monitor. Den OOC Gaming Q27G2U Monitor positioniert der Hersteller als leistungsfähigen Gaming-Monitor im Handel. Dieser Bildschirm hat eine Displaygröße von 27 Zoll. Für Gamer interessant ist vor allem seine die Bildwiederholrate von 144 Hz und die sehr schnelle Reaktionszeit von einer Millisekunde. Für eine möglichst hohe Bildqualität löst der Gaming Monitor mit 2560x1440 Pixeln in QHD auf. Satte Farben sollen durch die Helligkeitswerte von 250 Candela pro Quadratmeter sichergestellt werden. Der OOC Gaming Q27G2U Monitor verfügt über die OOC Flicker-Free-Technik, die störendes Flimmern bei Computerspielen verhindern soll. Die höchste Bildwiederholrate und flüssigste Displaydarstellung erreicht der Nutzer mit Hilfe der AMD FreeSync-Technik, allerdings nur im Zusammenspiel mit einer AMD-Grafikkarte. Am Monitor gibt es einen DisplayPort-Anschluss, zwei HDMI-Anschlüsse sowie 4 USB-Anschlüsse. Ein Kopfhörerausgang ist ebenfalls vorhanden, jedoch keine Lautsprecher. Warum ist eine hohe Bildwiederholrate bei einem Gaming-Monitor wichtig? Je mehr Einzelbilder pro Sekunde der Monitor darstellen kann, desto flüssiger nimmt das menschliche Auge Bewegungen wahr. Der Hertzwert gibt beim Monitor die maximale Zahl der Bilder pro Sekunde an. Bei 60 Hertz sind es 60 Bilder pro Sekunde, bei 144 Hertz 144 Bilder pro Sekunde. Allerdings muss dafür auch die Grafikkarte genügend Bildsignale pro Sekunde liefern. Dieser Wert wird FPS, Frames per Second, genannt. Selbst wenn eine Grafikkarte 100 FPS liefern kann, werden auf einem 60 Hz Monitor davon nur 60 Bilder dargestellt.
Die Folge können Bildfehler wie Schlieren oder Ruckler sein. Mit der V-Sync-Funktion in den Treibern der Grafikkarte kann die Grafikkarte auf die Hertzzahl des Monitors begrenzt werden. Das Bild wird dadurch zwar stabiler, doch ein Teil der Grafikleistung bleibt ungenutzt. Zudem ist die FPS-Zahl nie konstant. Sie hängt in Spielen von der Komplexität der Grafik ab. Blickt der Spieler in einem Game in den Himmel, hat der Grafikchip weniger Objekte zu berechnen und die Frames per Second gehen hoch. Schaut der Spieler zum Beispiel in eine Straßenschlucht mit fahrenden Autos, sinkt der FPS-Wert, da die Grafikkarte mehr rechnen muss. Den flüssigsten Bildaufbau bieten daher mit der Grafikkarte synchronisierte Monitore. Für AMD-Grafikkarten heißt diese Technik FreeSync, für Nvidia-Grafikbeschleuniger G-Sync. Die Grafikkartenhersteller verlangen von den Monitoranbietern Lizenzgebühren für die Verwendung der Technik. Gaming-Monitore sind daher im Schnitt teurer als Bildschirme für den Arbeitsplatz. Der vorwiegend in Schwarz gehaltene Monitor kommt im typischen Gaming-Look daher mit dezenten roten Applikationen am unteren Bildschirmrand sowie an der Verbindung zwischen Monitor und Standfuß. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung C32F391 Monitor OOC Gaming Q27 G2U Monitor. Samsung C32F391 Monitor OOC Gaming Q27 G2U Monitor. Der nächste Produkt ist Dell U2419HC Monitor. Der nächste Produkt ist Dell U2419HC Monitor. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.